Bleib zurück, die bringen dich um. Verschwinde von da. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinberg. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Toter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Ein toter Dornrücken. Ein Edelstein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Könnte von der Klippe gestürzt sein. Ich werde dem Weg weiter folgen. Thank you.
so viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das hieße... Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Dornrücken. Sie kamen also wirklich hier durch. Die hier saßen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überwindet. Okay. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Ziemlich viel Lohe da unten.
genug Lohe, um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Deckel. Sachen für den Vorrat. Die Nachricht ist für Over. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owen ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Jabbar davon unterrichten. Owen hat also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten, bis Dornrücken dort einfielen. Vielleicht machen die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher?
Sei willkommen, Fremde. Unter den Fisch. Hey! Komm, du Schick, was? Hey! Hoppel! Ritterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Ich muss gehen. Natürlich. Erstaunlich, dass du dich bei der Schlagbank. Wenn ich herausfinden will, wo die Dornwolken herkommen, muss ich weiter nach Hause. Nur kein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Thank you.
nicht willkommen. Das kommt für später zum Vorrat. Hier ist alles mit Stolperdraht versehen. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Oh. Hallo Schwester, was für ein Tag, was für ein Tag. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her, ich will mich ordentlich bedanken. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt. Ist die Garde einen Dornrücken? Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Süden, verfolgen sie mehr Dornrücken?
Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orvent-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Spuren. Vielleicht von Erin und der Garde. Das verstaue ich für später.
Wenn ich die richtige Brutstätte finde, erfahre ich, wie man diese Maschine überbrückt. Die Dornrücken sind überall. Das hier, dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine öden Patrouillen am Nachmittag. Nur der Hammer. Nur der Kampf. Aloy? Den Rest. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Können wir uns auf halbem Weg treffen? Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche.
Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig! Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy, und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht mal Menschen, die mir wichtig sind. So viel soll nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein. Du wirst anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Das klingt gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf.